Hallo zum nächsten Teil unseres Video-Tutorials. Wir haben beim letzten Mal uns um das Terrain gekümmert und wir haben jetzt aktuell ein Flugzeug, das in einem Terrain sich befindet und sich in diesem Terrain um seine eigenen Achsen drehen kann. Und heute wollen wir dem Ding mal das Fliegen beibringen. Wobei es ist weniger Fliegen als eher Schweben. Das, was wir jetzt machen werden, hat wahrscheinlich eher was mit einer Raumschiffsteuerung zu tun, aber das ist der erste Schritt. So, wir beginnen mit dem Keymapping. Wir wollen, na, mag er nicht, jetzt. Wir wollen erstmal die einzelnen Informationen hinterlegen, die wir über die Tastatur dem Flugzeug mitgeben können. Plane Acceleration Keys sollen das sein. Was ich machen werde, ist genau wie beim Prototypen auch. Wir legen verschiedene Beschleunigungslevel fest. Und zwar geht es von 0 bis 10. Und die einzelnen Tasten dafür nehmen wir einfach die 0 bis 9 Tasten und 10 wird P für Power sein. Also, accelerate plane underscore ist gleich accelerate plane. Hoppla. So. Das brauchen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal. Und verpassen die Nummern. 10. So. Das wäre das da. Dann müssen wir noch den Listener registrieren. Accelerate Plane. Dann klauen wir uns den Code und passen den an. Da sind wir. Accelerate Plane underscore. Hoppla, das war an der falschen Stelle. Wo sind wir? Hier sind wir. Accelerate Plane und Key müssen wir noch festlegen. So, den Kram brauchen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal. So, 0. Immer haut es mich raus. So, 8, 9 und P war das da. Und da müssen wir den ganzen Kram nochmal machen. 0, 1, 2, 3. Das heißt, wir haben jetzt unsere Key Mappings. Wir haben jetzt 10 verschiedene Werte, die wir bei der Beschleunigung angeben können. Als nächstes gehen wir in Plane Basic Control rein und hinterlegen zwei neue Variablen. Das eine ist der Geschwindigkeitsvektor. Plane Speed Direction ist gleich New Vektor 3F. Also initial bewegt sich das Ding noch nicht und wir brauchen Private Float Throttle. Das ist unser und die Drehzahl des Propellers oder des Triebwerks. So, dann wollen wir uns mal um die Werte kümmern. Fangen wir mit dem Setter mal an. Public Void Set Throttle Float Throttle. Setten wir den. Dann brauchen wir jetzt eine Methode, die
einen bestimmten oder die den Wert des Throttles in Bewegung umsetzt. Public void apply throttle force. Und der kriegt den TPF-Wert, weil wir das Ding zyklisch aufrufen und die Geschwindigkeit im Prinzip ja ein Integral ist, also eine Aufsummierung der Beschleunigung. Und deswegen müssen wir diesen TPF-Wert mitnehmen. Also this plane speed direction add, und jetzt wichtig, add local, weil wenn wir nur add machen, dann werden zwei Vektoren addiert und ein neuer zurückgegeben. Wir wollen aber direkt auf speed direction unseren Wert addieren. Jetzt brauchen wir die Richtung, die holen wir uns folgendermaßen: spatial get local rotation. Das Ganze multiplizieren wir mit einem Vektor, und zwar Vektor 3f Punkt und dann Unit z. Und damit kriegen wir einen Einheitsvektor, der in die Richtung der z-Achse des Flugzeugs guckt. Das multiplizieren wir, und zwar mit dem Throttle und mit TPF. So. Jetzt wollen wir aber Folgendes tun: Wir wollen diesen Throttle-Wert von 0 bis 1 laufen lassen, also normiert. Also müssen wir uns einen neuen Plane-Behavior-Wert schaffen. Static Final Float, der uns eben diesen normierten Wert auf den tatsächlichen Wert hebt. Und das nennen wir Plane Power. Und den legen wir jetzt mal auf 7f. Das ist ein aus dem Prototyp bewährter Wert. So, Plane Power. Jetzt gehen wir hier in den Basic Control rein und multiplizieren diesen ganzen Kram mit Plane Behavior, Plane Behavior Punkt Plane Power von this Plane Behavior mal, hoppla, mal unserem Throttle-Wert. So, das wäre jetzt die Geschwindigkeit, der Geschwindigkeitsvektor. Und jetzt machen wir die Plane Position. Da machen wir im Prinzip wieder das Gleiche. Wir machen Add Local. Aber jetzt haben wir das etwas einfacher. Wir haben einfach nur Plane Speed Direction, und den multiplizieren wir mit einem Skalarwert, sprich dem TPF, weil wir hier auch wieder ein Integral haben. Der Weg ist ja auch das Integral über die Geschwindigkeit. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir noch unseren Node bewegen. Also public void move plane node. Das könnten wir jetzt auch in apply throttle force reinpacken, aber ich werde am Ende nochmal zeigen, warum das keine gute Idee ist. Bis dahin einfach mal spatial set local translation und die plane position. So. Als nächstes müssen wir diese Methoden noch aufrufen. Wo sind wir? Control Update. Hier this apply throttle force on this move plane node. So, den tun wir erstmal hier rein, den werden wir später noch woanders hinsetzen müssen. Und jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, dass die Keys auch tatsächlich richtig übernommen werden. Nehmen wir uns mal den da, den klauen wir uns. Key Mapping Accelerate Plane. So, wo sind wir?
den haben wir geklaut. Accelerate Plane, My Plane Node und hier nicht Set Pitch Up, sondern Set Throttle. So. Und den Throttle-Wert setzen wir auf 0.f und den Wert werden wir jetzt nochmal ergänzen. Das brauchen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal. So, 0. Hoppla. 10 verschiedene Throttle-Werte haben wir. Und hier packen wir jetzt 0, 1, 2, 3, 4, 5. So. Gut. Jetzt gehen wir es nochmal kurz durch. Wir haben Apply Throttle Force. Dort ändern wir die Plane Speed Direction. Dann haben wir die Plane Position, die wir anpassen. Dann haben wir den Move Plane Node, wo wir die lokale Translation anpassen. Und wir rufen den ganzen Kram auf. Eigentlich müsste es jetzt hinhauen. Schauen wir mal, ob das auch so ist. So, da ist er, hoppla, da haben wir noch einen kleinen Fehler drin, schauen wir mal kurz. Halt, wir haben hier den falschen Vektor multipliziert, also wir müssen diesen Unit-Vektor mit dem Throttle multiplizieren. Ich habe die Klammer einfach falsch gesetzt. So, probieren wir es nochmal. So, jetzt drehen wir mal die Kamera nach unten. Da sehen wir die Flugzeugnase und jetzt gebe ich Gas mit P. Und jetzt fliegt der Flieger. Aber was wir schon sehen, das rattert ziemlich, das wackelt. Das heißt, was wir momentan haben, ist, dass die Kamera nicht sauber mit dem Flugzeug mitläuft. Und das Problem ist, dass wir hier in der Main-Methode, Simple Update, hier die Kamera positionieren. Wenn aber zuerst die Kamera positioniert wird und danach erst sich das Flugzeug ändert, dann kommt genau dieser Effekt zustande. Also machen wir Folgendes. Wir nehmen diese Methode raus und gehen in die Main-Methode rein, damit wir garantieren, dass wir das Ding vor der Kamera positionieren. Also Plane Basic Control. This my plane. Dann haben wir Plane Node. Get Control. Plane Basic Control Class. Und hier rufen wir jetzt an. Hoppla, das ist noch privat vermutlich. Move Plane Public, ne? Ah, da ist er. Move Plane Node. Das heißt, wir platzieren jetzt das Flugzeug und danach die Kamera. Schauen wir mal. Die Nase wieder. Und wir bewegen uns. Ganz sauber. Die Kamera liegt jetzt bombenfest am Flieger dran. Wunderbar. Schauen wir mal, ob wir das Ding auch kippen können. Oh, da sehe ich gerade das Rollen ist noch falsch rum. Das kommt von Drehung des Fliegers. Aber das Nicken ist richtig. Schauen wir nochmal schnell.
Plane Basic Control, glaube ich, war das. Pitch Roll. Hier müssen wir noch die Vorzeichen ändern. Gut, was wir jetzt noch machen, weil wir gerade in der Main-Methode sind. Wir gucken uns das jetzt mal von oben an. Set init init. Ne, in der Main-Methode. Da sind wir. Init cam. Und wir platzieren jetzt mal die Kamera absolut und nicht auf unseren Flieger. Gucken wir uns das mal an, wie die Kiste fliegt. Und zwar von außen. Drehen die Kamera mal. Da ist er. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch. Ein bisschen zur Seite. Vor. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gebe jetzt Gas und giere. Das heißt, ich drehe den Flieger um die Hochachse. Und dann schauen wir mal, was passiert. So. Die Kamera ein bisschen hoppla. Wir sehen, ich hoffe, man kann es erkennen am Video. Jetzt gebe ich mal, höre ich mal auf, Gas zu geben. Ah, ich mache es nochmal, ich starte es nochmal. So, nochmal ein bisschen hoch mit der Kamera. Rüber. So, jetzt drehe ich den Flieger und wie wir sehen, das wirkt so ein bisschen, als würde er im luftleeren Raum schweben. Dass er nicht runterfällt, ist klar. Wir haben ja noch keine Schwerkraft eingeführt. Aber das wirkt so, als würde er auf eine Eisplatte schlittern. Was wir gemacht haben, ist, der Flieger treibt sich immer nach vorne weiter. Was wir nicht implementiert haben, sind Reibungskräfte. Beim Flugzeug sind die Reibungskräfte in der Z-Achse oder entlang der Z-Achse am niedrigsten. Und dann kommt die Seite und dann von oben die Projektionsfläche, die hat dann die höchste Reibung. Und genau deswegen. Dann gehen wir mal kurz runter. Hört er einfach nicht auf, sich zu bewegen. Also ich habe jetzt momentan. So. Den Throttle auf 0, aber er dreht sich immer noch weiter. Das bewegt sich eigentlich wie ein Raumschiff im Weltall. Ja? Also komplett ohne Reibung. Und genau das müssen wir jetzt auch noch korrigieren. Das werden wir im nächsten Video machen. Jetzt schauen wir mal, ob ich die Kiste anhalten kann. Das heißt, ich muss genau in die Gegenrichtung drehen. So. Nee. Passt schon. In die Gegenrichtung der Bewegung. Und jetzt ein bisschen Gas geben. Flupp, das war zu viel. Also, wie ihr seht, das ist noch nicht das richtige Verhalten eines Flugzeugs. Die Reibung werden wir noch mit einbauen. Das werden wir aber in einem nächsten Video machen. Und ja, bis dahin schaut mal, ob ihr euren Flieger auch zum Schweben kriegt.